Oh mein Gott, Leute, es ist wirklich wieder am Start. Wir haben es früher ganz oft gemacht und zwar auf Leute reagiert, die mit ihren bloßen Händen, ja Leute, ohne Werkzeuge, ohne alles, einfach nur mit ihren bloßen Händen, einfach komplette Häuser bauen mit Pools und allem Möglichen. Und dieser Typ hier, er hat einfach in 60 Tagen, ja, eine Millionärsbude gebaut im Untergrund mit Swimmingpool. Das Ding hat einfach 50 Millionen Aufrufe und das gucken wir uns heute an, Freunde. Verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button und ja, unten, Leute, einfach abonnieren, auf die Glocke drücken. 3 bis 4 Mal die Woche kommen hier auf jeden Fall Videos, Leute, nicht verpassen. Es geht hier auch schon direkt los und Mr. Tiffu macht natürlich hier erstmal eine Markierung, wo er quasi starten möchte. Und Leute, jetzt haben wir auch mal endlich eine Zeitangabe. Früher wussten wir nie, wie lange die Leute dafür gebraucht haben. 60 Tage, aka 2 Monate für dieses Projekt hier. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das finale Produkt noch nicht selber gesehen. Ihr habt es wahrscheinlich vielleicht schon im Thumbnail gesehen, aber vielleicht noch gar nicht so heftig drauf geachtet. Deswegen, Leute, wir lassen uns heute alle so ein bisschen uns überraschen. So, er hat jetzt hier auf jeden Fall schon mal eine heftige Position am Start, die er sich ausgewählt hat mit so einem T-Dingens, also so einem T-Projekt. Und, okay, der Wert macht hier direkt schon mal Treppen. Es ist schon mal ein Riesenunterschied. Ihr kennt ja noch die anderen Leute, also falls ihr nicht gesehen habt, müsst ihr die auch unbedingt auschecken. Die haben so quasi zu zweit gearbeitet und sich dann mit Räuberleitern so geholfen. Und yo, okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir innerhalb von einer Minute oder so schon so viel sehen werden. Der Typ ist auf jeden Fall krass am Start. Und jetzt seht ihr schon, wie gesagt, Leute, er hat kein vernünftiges Werkzeug. Er hat nur diesen kleinen Spaten da. Das ist ja nicht mal eine richtige Schaufel oder so. Hier hat er so einen kleinen Korb, um den Sand hochzutragen und den dann so einfach ins Gebüsch zu schütten. Also, Leute, das ist riesenmäßigen Respekt, den er hier verdient hat. So, und jetzt hat er, glaube ich, vor, einen Untergrund hier zu bauen, ne? Genau, es ist halt alles noch im Untergrund mit Pool und so, Leute. Ich bin, Alter, ich bin sehr, sehr gespannt. Und es sieht auf jeden Fall echt krass aus. Es sieht richtig krass aus, Freunde. Warte, jetzt schon mal den ersten Eingang hier für die Tür. Ich denke mal sogar 2 Eingänge, oder? Hier, oh mein Gott. Schon im Tunnel drin. Muss auch sagen, eigentlich ist das, man muss ehrlich sagen, Leute, das ist eigentlich schon echt relativ gefährlich, so, ne, was man hier so macht, weil man weiß ja nie, wie stabil der Sand über einem ist. Kann halt auch einfach mal sein, dass es so einbricht. Guck mal, sogar Nachtschichten macht er, Freunde. Ja, mitten in der Nacht hat er sich so eine Kerze aufgestellt und dann arbeitet er einfach mitten in der Nacht. Und hier hat er jetzt einfach, oh mein Gott, Durchbruch, Freunde. Seinen kleinen Weg schon gebaut. Und der sieht, Alter, echt krass aus, Mann. Also wenn er das wirklich alleine gemacht hat, wir wissen es ja leider nie, Leute. Man kann es ja alles rausschneiden und so. Dann ist das echt eine mega mäßige Leistung, Freunde. So, und jetzt hier, zack, wieder den Sand weggeschüttet. Und, oh yeah, hier wird auf jeden Fall wieder ordentlich reingehackt. So, alles hier wieder vermischen. Ich denke mal, hier könnte vielleicht schon der Pool hinkommen, Leute. Würde ich jetzt vielleicht vermuten, dass er hier schon den Pool machen würde. So wie wir uns jetzt von den anderen Videos orientieren könnten. Aber kann auch sein, dass ich mich irre, Leute. Kann auch sein, dass ihr jetzt einfach hier so eine riesen Terrasse baut mit Sandgrill und Sandsteaks und Sandbank und alles Mögliche. Aber es wird auf jeden Fall jetzt erstmal hier ordentlich weiter reingehackt. Und wie ich das schon vermutet habe, Freunde, kann man sehen, es soll hier auf jeden Fall diesen Pool darstellen. Und das sieht von der Location schon echt richtig, richtig nice aus. Hier sogar mit der Treppe, dass man quasi mit der Treppe reingehen kann. Und, alter Schwede, Mann. Also, in diesem Pool und diese Lage, wenn man die einfach so sich in den Garten bauen würde, wisst ihr, wie lange das dauert, Alter? Selbst mit Bagger und so. So, und jetzt hier wieder mit dem Spaten alles reinhauen und den Pool dann quasi auch noch fertig machen. Der hat dann quasi auch noch so 3 verschiedene Höhen, ne? Boah. Die Sicht von oben ist einfach geisteskrank. Das ist wirklich richtig, richtig brutal. Und der macht einfach weiter. Ihr müsst euch aber mal vorstellen, das ist alles in 2 Monaten. Und wir sind gerade mal, Leute, wir sind gerade mal 4 Minuten im Video. Und es geht 16 Minuten und er hat jetzt schon den Grundriss vom Pool. Und was ist, wie krass sieht das aus? Wie krass sieht das bitteschön aus, Leute? Und er macht direkt noch weiter, er hat wieder direkt eine neue Idee. Was wird jetzt hier gemacht? Wahrscheinlich einfach so ein Weg zum Gehen, oder? Oder geht es dann nochmal runter? Ah nee, guck mal, er trennt das auch nochmal so ein bisschen. Er macht sich auch noch so richtig schöne Wege. Ohne Spaß, ne? Der Typ hat locker
sein halbes Leben lang Minecraft gespielt, dachte ich so, komm, wir haben Minecraft durchgespielt, wir spielen das Leben durch. Und hat jetzt einfach angefangen hier die ganzen Sachen hier selber zu bauen. Bestimmt hat er auch schon alles durchgespielt mit Werkzeugen, deswegen seine Herausforderung jetzt einfach mal ohne Werkzeuge und dann noch 60 Tage, um sich ein Zeitlimit zu setzen. Ey, das sieht einfach zu krass aus, Mann. Hier jetzt nochmal, zack, die Ecken machen. Also das, oh mein Gott, Leute. Es sieht zu krass aus. Ah, wir haben auf jeden Fall wieder so einen kleinen Detailfreak gefunden, wie damals in den alten Episoden. Da hatten wir immer einer von den zwei, also es haben immer zwei an einem Projekt gearbeitet. Einer war immer so richtig detailverliebt. Und der Typ hier macht etwas, was wir vorher noch nie gesehen haben. Einfach so ein heftiges Muster an die Wand. Normalerweise haben die alle irgendwelche Ecken und hier so Dreiecke und reingemacht, aber der lässt es so aussehen, als wäre das irgendwie so eine halbe Pyramide, Freunde. Also so im Untergrund, dass es so eine umgedrehte Pyramide sein soll. Guck mal, und der steht jetzt mitten in der Mitte. Und so sieht das Ganze aus. Heftig, Mann. Aber was kommt als nächstes? Ah, als nächstes, Leute, kommt natürlich jetzt hier schon mal wieder die ganze Bambus-Action, dass er hier so seinen Schlafplatz hat. Also er hat da quasi einfach vor seinem Schlafplatz einen dicken Pool. Und ich denke mal, jetzt wird er erstmal das Ganze hier mit Bambus versehen. Oder was wird jetzt das hier in der Mitte? Sowas habe ich auch noch nie gesehen, Freunde. Wir haben schon locker uns 5 oder 10 Videos dazu angeguckt, wie Leute sowas bauen. Aber so eine Angehensweise an einen Pool mit Stöckern drin haben wir noch nie gesehen. Ich denke mal, das soll jetzt hier so ein Steg wahrscheinlich irgendwie darstellen. Aber wozu sind denn da diese Treppen da? Ich bin sehr gespannt, was es jetzt werden soll. Also ich kann nur vermuten, dass es jetzt irgendwie vielleicht ein Steg werden soll. Aber lass uns einfach mal überraschen, oder? Ah, okay. Es soll anscheinend einfach so eine Liege sein. Der baut sich einfach statt einer Luftmatratze. Leute, weil er keine Luftmatratze benutzen kann. Weil er quasi dafür halt was kaufen muss, hat er sich einfach eine eigene Luftmatratze dahin gebaut. Muss man auch mal machen. Und jetzt sind wir hier auch wieder angekommen, bei dem Termitengestein. Was er damit vorhat, ist eigentlich immer ganz simpel. Die benutzen das einfach, also nehmen quasi so den ganzen Stein da mit, zacken da, also hauen da die ganze Zeit drauf und vermischen das mit Wasser und dadurch entsteht halt einfach so eine, ja, so eine Form von leichtem Beton. Er kann da quasi dann leicht wahrscheinlich den ganzen Poolrand einschmieren und dort kann er dann quasi, wenn es nachher alles so getrocknet ist nachher, also muss er dann noch mit Wasser vermischen, danach kann er das dann halt einfach alles auf ganz entspannte Weise mit Wasser dann füllen. Weil es wird dann quasi nicht mehr so sich mit Wasser versorgen, ihr seht es schon, Leute. Sehr, sehr clever gemacht, auch eine viel, also der macht wirklich die Herangehensweisen, im Gegensatz zu den ganzen anderen Leuten, ist halt komplett anders und zeigt es auch nochmal so ein bisschen mehr und nochmal mehr so ein bisschen, ja, so die Details. Ich glaube, Freunde, dass er das wirklich alles alleine macht. Ich könnte es ihm wirklich glauben. Das ist wirklich, glaube ich, ein Typ, der das wirklich alles alleine macht. Im Gegensatz nachher zu anderen Leuten, die sich da Bagger und so herholen und das dann einfach wegcutten. So, und jetzt geht's schon los. Sehr gut. Der Pool wird jetzt gefüllt. Erstmal ein bisschen sauber machen. Ihr wisst Bescheid. Ein bisschen sauber machen, dies, das. Aber jetzt wird der Pool auf jeden Fall ordentlich gefüllt. Oder vielleicht auch noch nicht. Irgendwie hat er auf jeden Fall irgendwelche Pflanzen da gefunden. Möchte er dem Pool eine Farbe verleihen? Anscheinend schon. Okay. Anscheinend möchte er einen grünen Pool haben. Er schmiert einfach seine ganze Poolwand ein mit irgendeinem so einem Pflanzen, damit es grün ist. Ey, wenn da Wasser drin ist, sieht man doch gar nicht mehr, dass es grün ist oder nicht. Oder bin ich blöd? Oder hat er da irgendwas für ein Bergwasser mit 1A Qualität, wo man durchgucken kann, bis zu 5 Meter tief. Also bin ich mal gespannt, wie er das jetzt hier handhaben möchte. Aber rote Farbe anscheinend auch noch. Okay, der Typ ist sehr, sehr detailverliebt, Freunde. Guckt euch das mal an, wie er das da quasi einfach anmalt. Er macht einfach da so ein bisschen was rein und das ist dann seine Farbe. Und das scheint sogar dann zu funktionieren. Oh mein Gott, Freunde. Heftig, Mann. Ich denke mal, er ist jetzt sogar noch auf der Suche nach Rasen. Aber ich frage mich, warum hat er so eine ganz unterschiedliche Angehensweise zu den ganzen anderen Videos, die wir gesehen haben. Die haben einfach normalerweise einfach Wasser reingemacht im Pool und gut ist. Aber er macht jetzt sogar einfach noch Rasen drum. Dass er das so richtig, diese andere Wohlfühl-Oase da hat. Das sieht ja schon, guck ich das mal an, das sieht ja jetzt schon richtig krass aus, Mann. Man konnte gerade eben schon sehen, ich glaube, er wurde sogar auch gefilmt. Also er hat natürlich alles mit Stativen und so aufgestellt, aber ich glaube, die Kamera hat sich gerade so ein bisschen handmäßig bewegt. So, aber jetzt, endlich, macht er mal Wasser in den Pool. Und,
nicht mal Wasser im Pool, er gießt einfach seinen Rasen. Der Typ hat so eine verschiedene Angehensweise, ich check das nicht. Der muss ja komplett dort eigenständig denken. Aber ich denke mal, ja, er hat das gemacht, damit quasi vielleicht der Rasen sich da so ein bisschen besser befestigt oder so. Keine Ahnung, warum er jetzt hier den Rasen gegossen hat. So, aber jetzt, Leute, geht's rein mit der ersten Wasserschicht und dann auch gleich, dass der ganze Pool gefüllt ist. Nochmal eine ordentliche Nachtschicht eingelegt die letzten Tage, Leute, weil das hat anscheinend so lange gedauert mit dem Wasser, dass er jetzt nochmal sich hingehauen hat und nochmal 5 Tage später ist es erst voll geworden. Also er hat für das Einfüllen des Pools, glaube ich, irgendwie gefühlt 2 Wochen oder so gebraucht. Also ich habe es gerade ein bisschen vorgespult, weil da war halt einfach nur, wie er das eingeschüttet hat, die ganze Zeit. Er hat dafür einfach mehrere Wochen gebraucht, einfach nur um das Wasser einzufüllen. Das ist halt echt so krass, Leute. Und das ist jetzt quasi der finale Pool. Ich glaube, wir haben es geschafft. Guck mal, wie sehr auch das Bambus da so ein bisschen abgegangen ist, ne? Die Schale so außenrum. Wenn ihr davon auf jeden Fall noch mehr sehen wollt von solchen Videos, dann verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button, Leute, ihr wisst Bescheid. Checkt auf jeden Fall hier dieses Video aus, einmal draufklicken, dann kommen wir zu dem Video. Sieht mir nach einem echt guten Video aus, deswegen klicke ich da jetzt auch einfach selber drauf.